Ja, Manuel, schönen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ich würde dir in dem Rahmen dann gerne ein paar Fragen stellen zu deiner Arbeit, die du so machst. Vielleicht magst du dich zunächst mal kurz selber vorstellen. Mein Name ist Manuel Hirning, und ja, ich arbeite seit vielleicht mittlerweile 3 bis 4 Jahren hauptberuflich als Yogalehrer. Eine Zeit lang war ich davon auch hier bei Yoga Vidya, wo das Interview auch gerade stattfindet, angestellt als Yogalehrer, und in der Seminarplanung war ich da tätig. Nach meiner Zeit hier im Haus habe ich dann wieder als selbstständiger Yogalehrer gearbeitet und nach den Schwerpunkt verlegt von normalen Yogastunden zu Seminaren zum Thema Rotes Tantra-Yoga. Und das ist heute der Kern meiner Arbeit. Ja. Man unterscheidet ja zwischen verschiedenen Arten von Tantra. Was bedeutet für dich erstmal allgemein Tantra? Es gibt verschiedene Interpretationen, wie man jetzt zum Begriff Tantra kommt. Und was für mich am passendsten sich anfühlt, ist, wenn man sich die Silben Tan und Tra anschaut. Und Tan steht für Ausdehnung, und Tra kann man als Instrument oder Mittel für interpretieren. Und somit ergibt sich Tantra als ein, oder kann man davon ableiten, Tantra als Mittel zur Ausdehnung, ne? Mittel zur Bewusstseinserweiterung. Und das ist für mich sehr treffend, ne? Durch die Energiearbeit, die man im Tantra auf sehr effektive Weise betreibt, resultiert direkt ein nachhaltiger Effekt auf der Bewusstseinsebene, eine richtige Öffnung und ein Weitwerden im Bewusstsein. Und das ist der Kern von der Arbeit für mich. Ja. Und Tantra ist ja eigentlich uralt. Also die alten Texte gehen ja auf 4000 Jahre oder so zurück. Und die Tradition, eben vor allen Dingen mit der Verehrung der göttlichen Mutter und so weiter. Aus meiner Erfahrung auch aus Indien ist es so, dass die Leute dort eher sehr prüde sind. Ist das, ja, inwieweit stammt das, was du heute machst, wirklich aus der indischen Kultur? Zunächst mal zu den Wurzeln vom Tantrismus. Das ist relativ unklar, inwieweit es da tatsächlich schon eine Blütezeit gab von was man als Tantra bezeichnen würde, das so weit in der Vergangenheit liegt. Das Tantra, oder die meisten Quellen, die wir heute haben zum Tantrismus, die sind aus der Zeit unseres Mittelalters. Also die Blütezeit war zwischen 600 und 1200 nach Christus. Und in dieser Zeit waren auch rottantrische Rituale verbreitet in Nordindien, haben Einfluss gehabt auch auf den Hinduismus und auf den Buddhismus. Die Prüderie, die man heute in Indien erlebt, ist höchstwahrscheinlich ein Resultat von dem Einfluss der Engländer, ne, die während der Kolonialzeit die Gesellschaft stark geprägt haben. Also du meinst, es gab damals einen etwas lockereren Umgang mit dem Thema? Mit Sicherheit, wobei man sich das jetzt nicht so vorstellen kann, dass es eine Art Volksreligion war, rottantrische Rituale durchzuführen. Ne? Es gab ja schon immer, Tantrismus an sich ist ja nicht gleichzusetzen mit rottantrischen Praktiken. Rotes Tantra, vielleicht an der Stelle erwähnt, da geht es darum, dass explizit sexuelle Handlungen integriert werden in das Sadhana, ne, in die spirituelle Praxis. Und das war mit Sicherheit nie flächendeckend Usus in der indischen Gesellschaft. Der Tantrismus ist ja viel weiter gefasst. Ist im Prinzip einfach ja, geht zurück auf die Shiva-Shakti-Philosophie. Und es gibt unterschiedliche Strömungen im Tantrismus, und die meisten sind weißtantrisch. Das heißt, da wird ja, die Vereinigung von Shiva und Shakti, wie die auch oft dargestellt wird in der indischen Kultur,
als eben ein Paar in sexueller Vereinigung nur als Symbol für das Überwinden von der Dualität angesehen und nicht als Aufruf, die sexuelle Vereinigung in einem religiösen Kontext dann auch zu vollziehen. Na, also da muss man ganz klar sagen, das rote Tantra oder rottantrische Praktiken waren da ja, nur bestimmten Bevölkerungsgruppen zugänglich und nicht der breiten Masse. Ich glaube, viele Leute stellen, wenn sie den von Tantra hören oder von roten Tantra oder integrieren von sexuellen Praktiken, dann gibt es da jede Menge Vorurteile. Es gibt ja diese, das, was wir heute vielleicht als Neo-Tantra bezeichnen würden, wo man dann an Wochenendseminare irgendwelche tollen Sextricks beigebracht bekommt. Also so stelle ich mir das ein bisschen vor. Oder man in der Gruppe dann irgendwie übt, locker nackt zu sein und irgendwie sich darüber zu entspannen. Aber ich glaube, was du machst, da geht es um mehr. Da geht es wirklich um Integration in eine spirituelle Praxis, oder? Genau, im Prinzip, was ja heutzutage weit verbreitet ist oder glücklicherweise immer weiter verbreitet wird, in der westlichen Welt auch, sind weißtantrische Praktiken. Hier jetzt bei Yoga Vidya in erster Linie durch Pranayama. Ne? Pranayama wirkt ganz gezielt auf den Energiekörper und das Gleiche, was man mit Pranayama machen kann, oder zumindest ähnlich von der Wirkung, nämlich eine Aktivierung von Prana, von Lebensenergie im Energiekörper, kann man jetzt eben auch durch sexuelle Interaktion auf eine sehr harmonische und sehr machtvolle Art und Weise erzielen. Und die Basis oder die Vorstellung oder das Arbeitsmodell des Energiekörpers, wie man sich den so vorstellt, mit den Energiezentren als Chakren und den Energiekanälen und sogenannten Nadis und so weiter, ist im Prinzip das Gleiche. Egal, ob ich jetzt mit weißtantrischen Praktiken ohne irgendwelche sexuellen Interaktionen arbeite, um Energien zu erwecken in dem Energiekörper und zu lenken in der Richtung, wie ich das gerne hätte. Da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Genauso kann man das eben jetzt auch mit sexuellen Praktiken machen. Ne? Und somit ist meine Arbeit, oder verstehe ich meine Arbeit in erster Linie als eine ganz traditionelle yogische Energiearbeit, die nichts zu tun hat mit so Wochenendseminaren für underfucked people. Ja. Die einfach da hinkommen, weil sie ein bisschen mehr Spaß und Kick haben. Genau, wollen. Also da ist ja gar nichts dagegen auszusetzen, dass man sich ein schönes Wochenende macht und ja, eben auch auf körperlicher Ebene sich da eben näher kommt. Aber das hat eher paartherapeutischen Charakter oder eben nur was mit reinem Spaß zu tun, der seine Berechtigung hat. Ne? Aber es geht eben nicht um die energetische Ebene. Also zum Beispiel war auf einem Seminar, das ich vor wenigen Wochen gegeben habe, war ein altgedienter Tantriker, der schon ja, über 60, schon viele, viele Tantra-Seminare besucht hat. Und der meinte, dass er noch nie so detailliert erfahren hat, was auf energetischer Ebene passiert und was er auf energetischer Ebene mit ganz konkreten, sehr effektiven Techniken erzielen kann, wie jetzt in dem Wochenendseminar, das er bei mir besucht hat. Hm. Weil eben der Fokus bei mir, ich komme aus dem Yoga, aus der Spiritualität und habe quasi das rote Tantra in meinen Sadhana integriert, was ein sehr wichtiges Element darstellt mittlerweile für mich und wo ich schon sehr starke Energieerfahrungen machen durfte und auch tiefe Ekstasen erleben durfte. Aber für mich ist es einfach eine spirituelle Arbeit. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu vielen, natürlich lang nicht allen, aber zu vielen anderen, die in dem Bereich tätig sind und ein Label Tantra verwenden, wo es im Prinzip einfach um Sex mit Räucherstäbchen geht. Also, und das ist auch der Grund, warum ich dich zu diesem Interview gefragt habe, weil ich eben weiß, dass du ein sehr ernsthaft spirituell Suchender oder Findender bist
und deswegen eben nicht diesen Vergnügungsansatz dabei hast, sondern eben schaust, wie kann ich eben meine sexuelle Energie für meine spirituelle Praxis umsetzen. Und das ist auch ganz klar deine Ausrichtung in den Seminaren. Versuchst du das denn immer so klar auch abzugrenzen dann von solchen, sagen wir mal, vergnügungsorientierten Tantrikern oder? Ich denke, durch meinen Internetauftritt und durch meine Homepage www.sukha-tantra.com ja, da wird schon klar, ne, mein Ansatz wird da, denke ich, ganz gut transportiert und von daher ziehe ich automatisch schon eher die Leute an, die auf der Suche sind, nach dem, was ich eben auch anbiete. Ne? Und viele Leute kennen mich auch von anderen Yoga-Seminaren. Ich gebe ja, unterrichte ja nicht nur rotes Tantra-Yoga, auch wenn es der Schwerpunkt ist. Gelegentlich gebe ich auch andere Yoga-Seminare und war früher auch für verschiedene Yogaschulen tätig, habe da regelmäßig Yogastunden gegeben. Von daher kennen mich einige Leute und auch aus, ja, aus dem Spektrum. Rekrutieren sich eben Kunden von mir oder über Mundpropaganda, wo die Leute schon wissen, okay, das geht hier jetzt eben stark in die traditionelle und spirituelle Richtung bei meinen Seminaren. Wo hast du das gelernt? Ich habe bei ganz unterschiedlichen Lehrern gelernt, wobei die, ja, wohl so zu den bekanntesten Lehrern gehört der Swami Vivekananda, den ich ein rottantrischer Swami, der Swami, der sich Swami nennen kann, durchaus berechtigt, weil er Brahmachari ist, ne? Im Sinne von sexueller Kontinenz. Er hat zwar täglich oder nahezu täglich sehr viel Sex mit seinen Schülerinnen in erster Linie in seiner Yogaschule in Thailand, aber er ist eben seit über 25 Jahren, hatte keine Ejakulation mehr gehabt und er hat sämtliche Energie sublimiert, also zu Ojas, zu spiritueller Energie eben transformiert. Also du würdest diesen Menschen tatsächlich als einen Entsagten bezeichnen, der sich, ja, weil eigentlich heißt es ja, dass man sich sexueller Handlungen enthält, wenn man Swami ist. Das ist eine interessante Frage oder ist im Prinzip einfach nur eine Definitionssache. Brahmacharya wird ja ganz verschieden interpretiert, heißt, denke ich, übersetzt Wandeln in Gott. Ne? Und wird oftmals als ja, keusche oder zölibatäre Lebensweise interpretiert. Andere Interpretationen sind aber sexuelle Kontinenz im Sinne von die Energie der unteren Chakren nicht durch einen entladenden Orgasmus verpuffen zu lassen, sondern zu sublimieren. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel die Hatha Yoga Pradipika anschaut, dann findet man da, zieht sich das durch das gesamte Buch die Hinweise darauf, wie wichtig das ist, seinen Samen einzubehalten. Das macht Yogi Svatmarama ganz klar zu einer Frage von Leben und Tod, indem er zum Beispiel sagt, ja, indem er zum Beispiel sagt, Verschwenden des Samens ist Tod, Einbehalten des Samens ist Leben. Und Svatmarama sagt ganz klar, Brahmachari zu sein, ist ein ganz zentraler Punkt auf dem yogischen Weg, aber in vielen Versen, zum Beispiel wenn er auf die Wirkungsweise von Vajroli Mudra eingeht, sagt er auch ganz klar, dass oder kann man ableiten aus dem, was dort geschrieben steht, dass es vollkommen okay ist, in eine sexuelle Vereinigung zu gehen, solange man eben seinen Samen einbehält. Vielleicht schaue ich da mal kurz in mein Seminarskript und zitiere nochmal wörtlich,
was Svatmarama im 14. Jahrhundert dazu gesagt hat. Mhm. Zum Beispiel im Kapitel 3, Vers 87 sagt er, der Bindu, ein Wort für Samen, der im Begriff ist, in die Vagina der Frau zu fallen, sollte nach oben bewegt werden durch diese Praxis, Vajroli Mudra. Und wenn er fällt, sollte der Samen und die Flüssigkeit der Frau bewahrt werden, indem beides nach oben gezogen wird. Das heißt, ein berühmter Yogi, ein Mann, der sich ganz dem Yoga verschrieben hat, sagt nicht, dass es notwendig ist, auf die sexuelle Vereinigung zu verzichten. Er sagt lediglich, dass es notwendig ist, den Samen einzubehalten. Das macht aus energetischer Sicht auch total Sinn. Denn was passiert in der sexuellen Vereinigung? Das Prana auf den unteren Chakren wird aktiviert, wird in einen aktiven Zustand versetzt. Und mit diesem Prana kann ich jetzt arbeiten. Was normalerweise passiert, ist, dass das Prana auf den unteren Chakren bleibt. Ne? Und der Druck, kann man sich so vorstellen, zunimmt auf den unteren Chakren, bis es dann zu einer Entladung kommt. Ne? Das Prana wird abgegeben durch einen entladenden Orgasmus. Und was uns die alten klassischen Yoga-Schriften lehren, ist, dass es Techniken gibt, um Prana von den unteren Chakren auf die oberen Chakren zu lenken. Ne? Zum Beispiel, was jetzt allgemein bekannt ist, Uddiyana Bandha. Uddiyana heißt fliegen. Ne? Und durch Uddiyana Bandha fliegt das Prana von unteren Chakren nach oben, über Sushumna Nadi, schon beschrieben, auch in der Hatha Yoga Pradipika zum Beispiel. Ne? Und somit macht es energetisch noch mehr Sinn, als zölibatär zu leben, aus meiner Sicht, sexuell aktiv zu sein, das Prana zum Fließen zu bringen und dann mit Techniken ganz gezielt dieses Prana über den Hauptenergiekanal, über Sushumna Nadi auf die oberen Chakren zu lenken. Was sind das für Techniken? Das sind Bandhas und Mudras. So wie wir die auch ganz normal im Yoga praktizieren. Genau, es geht immer um den gleichen Energiekörper. Ne? Von daher wirken gerade diese Techniken, um Energie zu lenken, die funktionieren egal, wodurch ich jetzt meinen Prana in einen aktiven Zustand überführt habe. Egal, ob ich jetzt drei Runden Bastrika, also ein sehr stark erweckendes Pranayama, benutzt habe, was zwar vor allem auf den Prana-Vayu-Aspekt in unserem Energiekörper wirkt, also das Prana, das den Thorax in erster Linie durchströmt, ne, und dadurch dann Hitze entsteht und diese Hitze Kundalini-Shakti, das Hauptenergiepotenzial auf Muladhara Chakra erweckt, dass ich mit diesem Prana arbeiten kann, dass ich dieses Prana zum Beispiel durch Uddiyana Bandha nach oben ziehen kann, oder ob ich durch eine sexuelle Vereinigung eine starke Aktivierung habe von dem Prana auf den beiden unteren Chakren, Muladhara Chakra und Svadhisthana Chakra, und dadurch dann dieses aktivierte Prana nach oben ziehen kann. Ja, ich glaube, viele Leute erfahren den Orgasmus oder das Entladen auch als Energiespenden. Das, ist es wirklich so, dass die Energie dann verloren geht aus tantrischer Sicht? Oder ich habe das Gefühl, dass, dass da durchaus auch energetisch sehr viel passiert. Auf jeden Fall. Und ich würde auch entladenen Orgasmus nicht prinzipiell ausschließen, also sagen, dass es prinzipiell eine schlechte Sache ist. Aber was auf pranischer Ebene definitiv passiert ist, bei Männern definitiv ein drastischer Verlust an Prana. Das kann auch mal, Prana zu verlieren gehört zum Leben. Ne? Es ist ganz normal, dass man im Laufe des Lebens Prana verliert und irgendwann eben stirbt. Ne? Aber viele Tantriker und Taoisten haben eben herausgefunden, dass die sexuelle Energie wirklich die Basis für unseren Energiekörper ist und auch die Basis, woraus spirituelle Energie destilliert werden kann. Und es ist also quasi wieder Rohstoff. Und durch jeden entladenen Orgasmus verliert der Mann
große Mengen da dran. Man kann also sagen, wenn man allgemein einen gesunden Lebenswandel hat, man sich einigermaßen gesund ernährt und keinen Drogenmissbrauch betreibt oder nicht irgendwelche Krankheiten hat, dann sind die entladenden Orgasmen, zumindest für die Männer, der größte Verlust an Prana. Das heißt ja nicht, dass man sich danach schlecht fühlen muss nach einem entladenden Orgasmus. Das kann eben ein wohlig, matschiges Gefühl sein. So, ne? Aber man hat definitiv diese Grundsubstanz an Lebensenergie da von etwas verloren. Es kann Situationen geben, wo das trotzdem eine gute Sache ist. Angenommen, man hat eine sehr anstrengende Woche hinter sich, hat Schlafschwierigkeiten, ist wirklich auf einem sehr hohen Erregungsgrad jetzt im Sinne von Stress, von Nervosität, da kann es eine sehr gute Sache sein, mal einen entladenen Orgasmus zu haben und dann eben in einen tieferen Schlaf auch zu fallen, zum Beispiel im Anschluss. Aber der Unterschied, wenn ich jetzt ein ausgeglichenes, gesundes Leben führe und ein regelmäßiges Sadhana betreibe, der Unterschied, ob ich wirklich konsequent oder zumindest größtenteils auf entladende Orgasmen verzichte oder ob ich regelmäßig alle ein, zwei Tage einen entladenen Orgasmus habe, der ist extrem. Auch wenn es der Vorabend ist, bevor man sich wieder dem Sadhana eben hingibt, angenommen am Abend ein, zwei entladende Orgasmen nach einem netten Abend mit seiner Partnerin und am nächsten Morgen macht man seine Hatha-Yoga-Session, ist es eine ganz andere Nummer, auch wenn man im Anschluss an das Hatha-Yoga dann noch sich zur Meditation hinsetzt, eine ganz andere Nummer, als wenn ich am Abend vorher tantrischen Sex gehabt hätte und die Energie sublimiert hätte. Im ersten Fall setzt man sich hin und übertrieben gesagt ist der Energiekörper kollabiert. Na, man sitzt da und fühlt sich vielleicht ganz gut, aber da ist die spirituelle Spannung komplett weg. Wenn ich intensiv rotantrische Praktiken eingesetzt habe und keinen entladenen Orgasmus hatte, stattdessen vielleicht sogar einen Talorgasmus, einen ekstatischen Orgasmus von einer Viertelstunde, von 20, 30 Minuten ohne Entladung, ohne Ejakulation, dann bin ich so aufgeladen von Prana, dass ich am nächsten Tag noch jede Zelle pulsiert, wenn ich in Meditation gehe. Und das ist ein extremer Unterschied und von daher rate ich wirklich jedem, der ernsthaft auf dem Yoga-Weg ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zumindest stark sich einzuschränken, was entladende Orgasmen angeht. Also in der Praxis ist es so, dass du eine sexuelle Begegnung hast und dann aber nicht es zum Äußersten kommen lässt, also nicht zur Ejakulation, sondern immer kurz vorher aufhörst. Oder dann geht es dann auch weiter, oder? Dann geht es weiter allerdings. Und, ja. Genau. Also im Prinzip sieht es so aus, dass man zu Beginn der Vereinigung läuft alles. Es gibt ja ganz unterschiedliche Linien im roten Tantra-Yoga, auch Linien, die sehr ritualbehaftet sind. Aber da sehe ich das ähnlich, wie es auch schon im Vinyanabhairava Tantra geschrieben steht. Also Pujas und Rituale sind für Leute, die das eben benötigen. Ne? Mhm. Für die das kann eine starke Hilfe sein, einen rituellen Kontext zu suchen. Aber es ist nicht notwendig, wenn man einfach auf die Essenz schaut. Ne? Das heißt, man kann eine Vereinigung ganz normal beginnen, spontan sein, ne? Einfach es fließen lassen, die Energien frei fließen lassen, auch die Energien zwischen Mann und Frau. Es kommt zur Vereinigung, es kommt zum Spiel, zum Tanz der Energien. Ne? Man geht im Idealfall auf in der Shakti, ne? Im freien Fluss der Energien, bis man sich dann eben dem Punkt nähert, dem Klimax nähert, ne? Dem Point of No Return, wo man in eine Ejakulation reingleiten würde, ne? Oder in eine Entladung allgemein gesprochen. Und die Kunst im Tantra besteht jetzt darin, es nicht so weit kommen zu lassen, sondern ganz genau und achtsam zu sein,
im kritischen Bereich der Erregung, ne? Auf einem ganz hohen Erregungslevel bewusst zu bleiben, im Körper zu bleiben. Und dann wird man feststellen, dass der Orgasmus nicht, so wie es sich für die meisten Leute darstellt, ein Punkt ist, ne? Oder ein Punkt, in dem er eintritt in den Orgasmus, was dann zwangsläufig auch mit einer Entladung einhergeht, sondern dass es zwei Punkte sind. Dass man zuerst einen Punkt erreicht, wo man tatsächlich in das orgasmische Gefühl eintaucht, in die Ekstase eintaucht. Und nur eine Haaresbreite danach ein Punkt ist, bei dem es dann zu einer energetischen Entladung kommt oder eben dann auch zu einer körperlichen Entladung im Fall vom Mann mit zu einer Ejakulation. Ne? Und der Tantriker versucht jetzt in diesem Grenzbereich sich zu entspannen, in der völligen Ekstase zu sein. Der Kopf fliegt nur nach links und rechts, ist durchströmt von Prana und passt auf, dass man nicht noch diesen einen Millimeter zu weit geht, um in die Entladung reinzutauchen. Und da sind jetzt die Sublimierungstechniken ein Schlüssel. Ein Schlüssel zur effektiven Energiearbeit, um das bewerkstelligen zu können. Denn was passiert auf energetischer Ebene? Wie vorher gesagt, auf energetischer Ebene laden sich die beiden unteren Chakren extrem mit Prana auf. Und die einzige Möglichkeit, diese Energie muss irgendwo hin, ne? Die einzige Möglichkeit, um wenn man in Vereinigung bleiben möchte und nicht einfach abbricht, ne? Was keine gute Idee wäre, weil die Energie dann auf den unteren Chakren pulsiert, aktiv ist, wenn man das zu oft macht, dass man quasi nicht zu einer Entladung kommt, aber mit der Energie auch nicht arbeitet, na, dann kann das zu Neurosen, allen möglichen Problemen führen. Braucht man ja nur mal einen Blick auf die katholische Kirche zu werfen. Na? Also gut, die arbeiten jetzt nicht, die aktivieren die Energie nicht erst so stark, na, aber da merkt man, was passiert, genau, wenn man nicht schaut, was passiert auf den unteren Chakren, was ist los mit der Energie, die da ist. Ne? Die ist auch da, wenn man sie jetzt nicht so massiv aktiviert, wie das im Tantra-Sex der Fall ist, sondern die Energie ist da und möchte irgendwo hin. Und wenn ich nicht mit der Energie arbeite und die sublimiere, dann möchte die eben auf dem gewohnten Weg verpuffen. Und dann passieren eben solche Sachen, wenn dann eben kleine Jungs wehrlos so jemandem ausgeliefert sind. Ja. Genau. Gut. Im Prinzip ist es also so, ich baue Energie auf den unteren Chakren auf, sprich, ich nähere mich jetzt dann auch dem Punkt of no return, wo ich in die Ejakulation auch reinkommen würde. Und um das zu verhindern, was auf energetischer Ebene, wie gesagt, passieren würde, wäre eben wie eine Explosion auf den unteren Chakren, ziehe ich das Prana ab, aber in die andere Richtung, durch Sublimierungstechniken entlang von Sushumna Nadi nach oben. Das Prana dehnt sich aus über den gesamten Körper. Das bedeutet, heißt, das, was wir zum Beispiel im Pranayama machen, ist die Energie nach oben ziehen. Das lernt man im Laufe von Jahren Meditationspraxis, dass man das Prana spürt und dass man dann das entsprechend nach oben zieht und dann ausstrahlen lässt. Dasselbe machst du dann, wenn du zwischen diesen beiden Punkten bist, dass du zum Beispiel Mula Bandha setzt, also die Beckenbodenkontraktion machst und dann ziehst du aktiv durch die Kraft deines Willens und der Vorstellung die Energie nach oben. Exakt. Was dazu führt, dass es nicht zu einem Verlust an Erregung kommt, sondern dass sich die Erregung über den gesamten Körper ausbreitet und man, wenn man das Liebesspiel dann fortsetzt nach dem Einsatz von Sublimierungstechniken, wieder sich ganz der Energie hingeben kann, freier Fluss, ohne die Gefahr, gleich wieder nach einer Minute an dem Punkt zu sein, dass es kritisch wird mit der Orgasmuskontrolle. Das heißt, man geht wieder vor diese beiden Punkte zurück oder man bleibt zwischen den beiden Punkten? Im Prinzip bleibt man zwischen den beiden Punkten und jetzt kommt dadurch, dass das Prana sich ausgedehnt hat, kann man jetzt noch höher klettern vom Erregungsniveau, als man es erfahren würde bei einem normalen entladenden Orgasmus. Einfach deswegen, weil das Prana sich ausdehnen kann. Da haben wir es wieder, die Ausdehnung, ne? Tantra, das Ausdehnen über den gesamten Körper und somit erreicht man ein Erregungslevel, der weit
jenseits dessen ist, was man davor für überhaupt möglich gehalten hat, solange also man nur diese entladenen Orgasmen gekannt hat. Und das mit diesen beiden Punkten stelle ich mir jetzt so vor, dass die normalerweise sozusagen ganz eng beieinander liegen und man arbeitet erstmal daran, diese Punkte auseinander zu bekommen, dass man in den hohen Erregungszustand gerät, ohne dass es zu einer Entladung kommt, und dann diesen Punkt auszudehnen, bis man das dann durch, ich nenne das mal Training an dieser Stelle, ist nichts anderes, genau. Durch Training dann schafft, diese beiden Punkte weiter auseinanderzubringen, um das mehr und mehr zu genießen. Und dann lernt man, die Energie nach oben zu leiten währenddessen. Und dann entdeckt man, dass da wieder zwei Punkte sind oder so, die man dann auseinanderzieht. Genauso dann, kann man sich das und vorstellen. Und da liegen dann wieder zwei Punkte, die man auseinanderzieht. Genau so kann man sich das vorstellen. Im Prinzip genauso kann man sich das schon vorstellen. Mhm. Ja. Dass man sozusagen diesen Raum, der ganz eng beieinander ist, ursprünglich immer weiter ausdehnt und immer weiter ausdehnt. Bis genau, dann und gleichzeitig steigert man noch das Erregungsniveau. Genau, man kann sich das so stufenweise vorstellen, ne? Dass man dann immer höher klettern kann, wie in der Erregungsspirale. Ne? Auch diese starke Interaktion zwischen den Energiekörpern von beiden Partnern. Das heißt, wenn der eine sublimiert und auf ein höheres Erregungsniveau kommt und sich die Energie ausbreitet, dann passiert, fällt es dem Partner viel leichter oder es passiert automatisch. Ne? Und so kann man, so schraubt man sich zusammen in Höhen, die man eben vorher noch nicht kannte. Ja. Und bei der Frau gibt es auch genau diese beiden Punkte. Nur, dass es nicht so eine physische Entladung gibt wie beim Mann, sondern eine energetische Entladung. Genau, bei Frauen ist es, wie könnte es anders sein, natürlich ein bisschen komplizierter. Und zwar gibt es ja ganz verschiedene Formen von Orgasmen, ne, und von Ereignissen dann im Energiekörper, entsprechende Situationen, entsprechende Frau und so weiter. Und vielleicht zunächst mal vorangeschickt, ist es für viele Frauen auch schon eine Art Befreiung, sich mit Tantra-Sex zu beschäftigen, weil ein wichtiger Punkt wegfällt, die Orgasmusfixierung. Ne? Das gibt dem Ganzen ohnehin eine ganz neue Qualität, dass man in den Augenblick kommt, schaut, was passiert jetzt gerade und nicht versucht, an einen bestimmten Punkt zu kommen, der dann ohnehin nur ein paar Sekunden dauert. Und das war dann, ist jetzt auch so rückblickend, ne, wenn man schon länger auf dem tantrischen Weg ist, kommt einem das relativ absurd vor, ne, dass man so viel Aufhebens macht wegen so ein paar Sekunden, die man ja eigentlich mit ein bisschen Training und Wissen ausdehnen kann auf eine halbe Stunde. Ne? Gut, also für Frauen sieht es ein bisschen anders aus. Gerade Yoginis, die schon einen sehr durchlässigen Energiekörper haben, die eine regelmäßige Hatha-Yoga-Praxis haben, die schaffen es zum Teil ganz automatisch, ohne dass sie sich da wirklich damit auseinandergesetzt haben, Prana zu sublimieren, das Prana, das aktiviert wird, über den gesamten Energiekörper fließen zu lassen, die Erregung auf den gesamten Körper sich ausdehnen zu lassen. Oft ist es dann tagesformabhängig, ob es, wenn es zu einem Orgasmus kommt, zu einer Entladung kommt, die ja auch angenehm sein kann, ne? Dass man sich danach eben matschig und schlapp und trotzdem wohlig gut fühlt, aber zum Beispiel keine Lust hat, das Liebesspiel fortzusetzen, oder auch die Begierde. Ne? Begierde, ein ganz wichtiger Punkt im Tantra, eine wichtige Kraft, mit der man arbeiten kann, dass die Begierde weg ist. Ne? Und das ist, was das will der Tantriker nicht. Der Tantriker sagt nicht wie ein Asket, Begierde, die hält mich fern auf, oder ist ein Hindernis auf meinem spirituellen Weg, sondern der Tantriker sagt, wow, Begierde, das ist Energie, mit der ich arbeiten kann. Ne? Da ist was. Ne? Im Tantrismus ist alles göttlich. Ne? Alles ist Shakti, alles Manifeste ist Shakti und alles sind Kräfte, göttliche Kräfte, mit denen man arbeiten kann, ohne Tabus. Ne? Und so ist eben auch die Begierde als Urkraft des Lebens an sich, als dem Leben immanent, Begierde gehört zum Leben, ohne Begierde kein Leben, eine wunderbare Sache, um arbeiten zu können. Zum Beispiel steht in der Spantakarika aus dem 9. Jahrhundert,
Ich blätter mal gerade kurz in meinen Gehirnwindungen. Durch die Intensität der gegenstandslosen Begierde taucht im Herzen des Tantrika, der eins ist, mit dem tiefen Erschaudern die Kontemplation auf. Durch die Intensität der gegenstandslosen Begierde taucht im Herzen des Tantrika, der eins ist, mit dem tiefen Erschaudern die Kontemplation auf. Und das ist der Schlüssel, die gegenstandslose Begierde. Das heißt, ich habe Begierde. Eine Kraft, eine Energie, die aufsteigt, die beim gewöhnlichen Menschen dann ausgerichtet ist auf das Objekt der Begierde, aber du versuchst das als eine dynamische Kraft in dir zu betrachten, die sich ausdehnt und aus der ein kreativer Impuls entsteht und die du für deine spirituelle Praxis auch nutzt. Wunderbar gesagt. Ne? Man kann, ja, im Prinzip ist es so, man kann es vielleicht so ein bisschen aufdröseln. Schauen wir mal zwei Aspekte an. Zum einen hat Freud hat den Begriff Sublimierung geprägt. Ne? Und Freud hat gesagt, das Besondere am Sexualtrieb ist, dass es eben die Möglichkeit gibt, das ursprüngliche Ziel der Triebabfuhr zu vertauschen gegen ein anderes Ziel, ohne dass die Kraft des Triebes merklich reduziert wird. Und dass das ein wichtiger Faktor ist für Kulturarbeit. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt nicht in der Lage bin, immer meinen Trieben nachzugehen, aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen oder vielleicht weil der potenzielle Partner, an dem ich interessiert bin, jetzt nicht an dem interessiert ist, was ich mit ihm gerne machen würde, sucht sich diese Energie ohne bewusste Energiearbeit ihren Weg und es kommt eben dazu, dass Kulturarbeit geschaffen wird, dass Leute in ihrem Beruf eben diese Energie umsetzen und so weiter. Und ein Aspekt ist jetzt der, dass man im Tantrismus dieses weltliche Ziel austauschen kann gegen ein spirituelles Ziel. Ne? Dann ist es nicht mehr wichtig, was für eine Position ich mir erarbeite, im Arbeitsleben zum Beispiel, sondern da ist das Ziel, ne, die individuelle Seele eins werden zu lassen mit der Weltseele. Ne? Einzugehen ins Shiva-Bewusstsein, das ist überhaupt das alleinige oder das höchste Ziel im Tantrismus, eins zu werden mit dem Shiva-Bewusstsein, mit dem alles durchdringenden absoluten Bewusstsein, ne? In einen non-dualen Zustand zu kommen. Gut, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der näher an dem Vers ist, den ich eben zitiert habe, ist eben, so wie du das auch, so ähnlich wie du es beschrieben hast, ne? Du hast diese Begierde, ist in der Regel zielgerichtet, objektgerichtet. Und als Tantriker hat man jetzt die Möglichkeit, auch einen Schritt zurückzugehen. Ne? Nicht nur als Tantriker natürlich, als bewusster Mensch, der sich mit Meditation beschäftigt, der reflektiert ist, kann man zurückgehen und schauen, okay, hier ist dieser Impuls, ne? Dieser Impuls der Begierde, der auf ein Objekt gerichtet ist und kann sich das anschauen und kann aber das Objekt loslassen und nur diese Energie an sich, diese Begierde betrachten. Ne? Und auf einmal passiert was ganz Wunderbares, nämlich dass diese Objektbezogenheit wegfällt und wuff, die Energie oder die Begierde tatsächlich umgerichtet wird. Und Odier zum Beispiel, Daniel Odier, einer der wichtigsten Autoren über Tantrismus aus dem Westen, ne? Den habe ich vor ein paar Wochen gesehen und der hat gesagt, man kann sich das vorstellen wie ein Heiligenschein, ne? Der in alle Richtungen ausstrahlt. Zuerst gerichtet, ne, eng zielgerichtet, auf einmal wuff, strahlt es in alle Richtungen. Und das ist genau die Erfahrung, die man macht, wenn man so auf geistiger Ebene quasi sublimiert, auf geistiger Ebene mit dieser Begierde arbeitet. Und das ist eine ganz tolle Sache, weswegen es eben wichtig ist, dass man nicht dieses lästige Jucken irgendwie los wird durch Triebabfuhr, sondern dass man im Gegenteil mit dieser Begierde zu spielen beginnt, seine Begierde noch weiter steigert, ne? Und so ein Impuls kommt von Shakti, von der Schöpfungskraft an sich, ne? Dass man ganz direkt
in der Energie, in der Lebensenergie an sich steht. Ne? Mhm. Über Shakti zu Shiva, das ist der Weg im Tantrismus. Ja, interessant. Ja, schönen Dank. Ja, hat das, Spaß gemacht. Ja, Marcel. Das war eine kleine Einführung jetzt, was sich hinter dem Begriff Rotes Tantra verbirgt. Ich glaube, dass da viele was mit anfangen können, um da mal so Unklarheiten zu beseitigen. Ja, das wäre wunderschön. Ne? Ich hoffe, dass das jetzt, da wir zwei quasi vom Fach sind, nicht zu viele Fachbegriffe aufgetaucht sind, wo sich jetzt die Besucher deiner Internetseite ja, nicht mit auskennen, ne? Oder nicht mit so gut umgehen können. Aber wenn es Fragen gibt, können sich ja vertrauensvoll an dich wenden. Genau. Und eines deiner vielen Seminare buchen. Natürlich, jederzeit gerne. Würde mich freuen. Schönen Dank.